Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einer neuen Abo-Box in unserer Familie. Das ist am Katzenhaar. Und zwar tatsächlich einfach nur braun. Eigentlich sollte sie, glaube ich, lila sein, aber wir haben extra einen Text. New Box Design under Construction, please be patient. Das heißt, die Box ist von Upgrade und eigentlich ist sie lila und der Sticker ist halt immer drauf. Das ist die Nummer 29. Und das ist eine, ich hätte jetzt fast so gesagt, wie die Paper Gang Box, aber es ist nicht nur Stationery. Das sind wirklich Art Supplies, mit denen man auch ein Projekt machen kann. Und das gibt es jeden Monat, kostet 22 Euro inklusive Versand, der ist kostenfrei, kommt aus Deutschland, das heißt keine Einfuhrzoll, nichts. Ich ganz froh mal drüber bin. Und ich bin spoilerfrei, was diesen Monat das Thema ist. Ich habe mir ein paar andere alte Boxen angeguckt, also es können Posca-Fans drin sein, Ölfarben und halt immer mit Featured, also eines Künstlers und wie der das macht. Tutorials gibt es, glaube ich, auf YouTube auch immer dazu. Die kann man sich angucken und ich bin gespannt, was für den Monat Januar drin ist. Versendet wird immer so um den 15. und braucht dann 5 bis 9 Werktage, um anzukommen. Ist jetzt bei mir Freitag, am Donnerstag angekommen. Donnerstagabend und deswegen machen wir das heute direkt auf. Es fühlt sich schwer an und jetzt sieht man auch gleich, warum. Wir haben schon mal 2 dicke Farbbottiche. Soft Body Acrylic, also Acrylfarbe, Muted Violet und Muted Turquoise. Das sieht für mich ja eher blau aus, oder bin ich dumm? So, wieso? Oder ist das nochmal versiegelt? Es ist nochmal extra versiegelt. Die testen wir gleich auch einmal aus. Also für mich sieht es aus wie ein dunkelblau und ja ein Violett. Bottle Post. Okay, das ist da, ich weiß nicht, ob es damit zugehört. Könnte das Booklet sein, lassen wir es aber beiseite. Yes, this will be my topic. Also ist auch immer süß eingepackt, die ganzen Materialien. Schauen wir mal. Wir haben, oh wow, okay. Was haben wir hier? Nochmal Acryl. Standard Series. Das sieht aus wie so eine Probengröße, ne? 20 Milliliter. Go ahead, Challenge. Reflex Gel. Reflex Yellow. Okay, ja gut, das Gelb ist, sieht man, ne? Aus Amsterdam. Also mir sagen die Marken auch hier Liquitex gar nichts, ne? Das ist wie bei Make-up, bin ich total raus. Ich weiß, dass es Acrylfarbe ist. Dann haben wir einen Bleistift von Rembrandt. Lyra Germany in B. Ja, schon angespitzt. Eine hier Spachtel 3015. Habe ich auch noch keinen tatsächlich. Ist mein erster Spachtel. Ich habe gleich gesehen, da ist noch eine Acrylfarbe. Titanium Weiß. Okay, so haben wir schon mal 4 Farben und ein Pinsel. Oh, oh Gott, der ist super schön weich. Ich mag ihn. Von Lineo in der Größe 8. Synthetik. Oh, der ist schön weich. Ich liebe das Gefühl vom Pinsel. Dann machen wir das Papier mal weg. Dann bekommen wir dazu 1, 2, 3. Ja. 3 Stück Papier, Canvases, Mal, Dingens, auch recht dick. Damit das wahrscheinlich nicht so durchbleedet. Dann gibt es Stickers. Wahrscheinlich auch, was man damit machen kann, alles. So, dieses Smutschi-Mutschi mit dieser hier Spachtel. Und einmal ein Beispielbild dazu. Und der Artist ist Miranda Mühlenkamp. Okay, wenn es so zusammengeschrieben ist, ist komisch. Ich denke so rum. Ich bin nicht ganz sicher. Also, es sieht schon cool aus. Dann hat sie hier Art by Miranda Eulenkamp. Ist halt trotzdem auf Englisch. Das ist halt schade. Es ist schon, aber ja klar, die wollen natürlich auch international. So, 47 Jahre ist sie alt. Die hat also diese ganzen Farben aus den 4 hier gemacht, denke ich mal. Und natürlich gibt es Werbung von HelloFresh. Wo gibt es keine Werbung von HelloFresh? Direkt weg damit. Und das war's dann.
Also ich weiß jetzt nicht, wie viel so Farben kosten. Ich werde das mal googeln und drunter schreiben, ob sich das auch so ein bisschen lohnt, diese Box. Das sind auf jeden Fall zwei, drei, vier, also vier Farben und drei Materialien und natürlich die Dinger. Und dann gucken wir mal hier rein. Was gibt es hier so? This month battle topic ist. Achso, man kann jeden Monat halt was malen, ne? Und dann kann man daran teilnehmen, an diesem Upgrade Battle. Und seine Sachen posten, dann kann man, glaube ich, eine Box gewinnen, wenn ich das richtig sehe. So, II Art Crew. Ah, hier ist sogar auf Deutsch. Willkommen im neuen Jahr und zurück an Bord von Captain Craig. Wie jedes Jahr haben wir uns vorgenommen, euch mit neuen Materialien zu inspirieren und mit Tipps, Tricks und unserer Community euch auf eurem künstlerischen Weg zu unterstützen und zu begleiten. Wir hoffen, dass eure Wünsche und guten Vorsätze für 2022 in Erfüllung gehen. Alles Gute für die nahe und ferne Zukunft und viel Spaß beim kreativen Austoben. Your Captain Crate and Team. Hier sind dann auch ist alles drauf, was drin ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ah, okay. Also anscheinend kosten die hier 11,59 Euro und verbindliche Preisempfehlung. Das heißt, wir sind ja schon bei den 22 Euro für die Box mit den beiden Farben. Das ist, was für ein Fang. Softbody Acrylic Farbe besticht durch ihre cremige Konsistenz und beständige intensive Tönung. Der Unterschied zu Heavy Body Farben besteht darin, dass diese Farbe keine Pinselspuren hält. Nach dem Trocknen ergibt sich also eine weiche und ebene Oberfläche, obwohl diese Farbe dieselbe Pigmentstärke wie andere Farben enthält. Schon gewusst, mit Wasser oder Malmitten? Für vielleicht das L. Verdünnt lassen sich wunderschöne transparente Effekte erzeugen. Okay, dann haben wir hier auch, wenn man natürlich irgendwas nachkaufen möchte, gibt es hier auch. 100 Farben gibt es davon mittlerweile. Dann haben wir das Papier, Acrylpapier, so heißt es dann. Dieses Papier ist besonders dick und hat einen hohen Flächengewicht von 400 Gramm pro Quadratmeter. Dadurch ist es sehr gut für Arbeit mit viel Wasser und flüssiger Farbe geeignet, um mehrere Ebenen von Waschungen und Schichten flächendeckend zu erzielen. Das Papier ist naturweiß, jahrelang haltbar und kalt gepresst, also ideal zum Experimentieren mit Lasurtechnik. Cool. Achso, da steht da doch auch bestimmt bei, wie viel das kostet. Nee, wahrscheinlich müssten die dann den Block draufschreiben. Dann haben wir hier, der kostet 1,19. Jo, okay, für ein Bleistift. Grafit dieser hochwertigen Bleistiftlinie für Designer und Künstler besteht in Bindemittel. Dezent glatte Striche erzeugen. Also Zeichenutensil steht da. 17 Härtegeräten gibt es. Oben Schwarztöne mit irgendeiner Tiefe. Okay, dann haben wir das Acryl Print Reflex Yellow. 2x1,75. Okay, weil es halt so eine kleine ist. Ne? Brand Amsterdam. All Acrylics. Too bright to print. Hier haben wir nochmal das Weiße. Mittlere Viskosität. Pinselstriche und Texturen beim Arbeiten bleiben erhalten. Die Farbe selbst bei dicken Scheiden, Seiten matt, flexibel und ohne Risse trocknet. Dabei ist zu beachten, dass Titanweiß eine deckende Farbe mit hervorragender Lichtechtheit und Reflexgeld halbdeckend ohne Lichtechtheit ist. Okay. Dann haben wir den Spaddel, der kostet 8,25. So teuer sind die Dinger. Heilige Scheiße. Okay. Nicht zum Schneiden, Malmesser. Malmesser heißen sie. Okay, werden vor allem zum Zubereiten und Mischen von Farbe verwendet. Du kannst es aber auch für strukturreiche, expressive Arbeit mit Öl- oder Acrylfarben verwenden. Die Stahlklinge ist biegsam und federn ist einem polierten eingefräst. Und der Pinsel kostet 2,10 Euro. Also man ist über den Preis auf jeden Fall drüber. Dann gibt es hier Bilder von Miranda. Die sind echt schön. Und deswegen ist auch wahrscheinlich What You See. Weil sie, das ist mehr so abstrakt, ne? Also man erkennt halt schon was. So Blumentopf und so. Und auf dem ist ja auch so Regenbogen, würde ich jetzt mal sagen. Hier ist, glaube ich, ein Schniepi. Tipps. Special Tips for Acrylic Artwork. Keep cold and warm colors separate. Warms are red and orange. Cold colors are blue and green. Then you avoid dirty colors of mud. Use two pots of water to keep warm and cold colors separate. Oh, das wusste ich nicht. If you mix light into dark colors, use less dark, more light. Then you need less paint preparation. Repeat some shapes. This makes your artwork looks more interesting. Okay. Facts about acrylic paint. Das
wieder in Englisch, aber ich denke, danach ist es auch wieder in Deutsch. Also super, super cool. Es wird hier alles noch einmal erklärt. Oh, Kritzelpixel kenne ich. Abstraktes Design mit Acrylic Paint. Hier kriegt man sogar direkt eine Idee, was man machen kann. Das ist ja cool. Das wird so ein richtiges. Ah, und dann ist fertig. Okay, cool. Nice, nice. Was haben wir hier? Achso, das ist jetzt von Review 2021. Arte Caption Now to. Captions How to. Also hier ist noch mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles. Das war jetzt Sailor of the Month. Q&A. Ach, hier, die zeigt dann auch nochmal, was man machen kann. How to Acrylic. Also da gibt es echt viele Sachen. Und was sie denn daraus machen. Oh, das ist ein klimaneutrales Druckprodukt. Okay. Use the material inside the month's upgrade. Unleash your creativity and create some magnificent artwork. Post it on Instagram. Use the upgrade battle. Cut out the battle card and place it next to your artwork. Okay, und man muss dann so ausschneiden, dann malt man was und dann legt man das dazu und dann postet man das. With this. What can you see? Also hier, das ist auch Text, ne? Als hätte da wirklich jemand eben mit dem Eimer drüber gemalt. Ja, richtig cool. Richtig, richtig cool. Ja. Also, ich bin gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich mit solchen Acrylfarben arbeite. Ich habe auch keine Ahnung, was man damit machen kann, aber ich will an diesem Upgrade-Battle gerne teilnehmen. Ich weiß nicht, so für die erste Box, also 4 Farben, Bleistift, Pinsel, also Band, es ist alles dabei, na, um wirklich Projekte zu machen, ja auch nicht so eins. Das sind ja Riesentöpfe. 59 Milliliter und halt 2x20. Also das ist... Na? Cool, cool, cool. Bin ich gespannt. Wenn ich ein Bild fertig gemalt habe, werde ich das auf Instagram posten. Auch Blue Loves Pink, glaube ich. Und ja, ist ja hier. Aber beim Kanal ist das da irgendwo verlinkt. Ich meine, die E's ist eine 3, weil es Blue Loves Pink schon gab. Jetzt haben wir auch noch Besuch von einem Kater. Der möchte das auch noch einmal inspizieren, ob das auch alles richtig ist, was wir hier machen. Herr Jani. Na? Kennst du die Box auch gut? Er ist nicht überzeugt. Oder doch? Ein bisschen Katze muss auch sein. Ne, Jani. Also er mag auf jeden Fall diese ich habe das den Namen schon wieder vergessen. Dieses Ding, womit man Farbe mischt und verteilt. Gut, wenn der Gianni das mag, dann ist die Box auf jeden Fall gut. Wir schauen mal, was so die nächsten Monate kommt. Ich wollte zwar erstmal eine ausprobieren, aber die hat mich jetzt schon, also finde ich schon sehr gut. Und ich denke, für 22 Euro, wenn man jetzt so nicht weiß, so was will ich machen, was soll ich ausprobieren oder so, finde ich das schon echt gut. Gucken wir mal, so weiß nicht, so 2-3 Monate die Box durchprobieren und schauen, was so, was noch kommt, was wir an Farben kriegen. Ich habe auch die Videos, die ich geguckt habe, natürlich Leute, die Upgrade-Box jetzt schon 2, 3, 4 Jahre haben, die bekommen natürlich irgendwann die gleichen Sachen. Also man bekommt immer wieder mal einen Pinsel oder einen Bleistift und man kriegt auch irgendwann von den gleichen Marken die Farben, weil es gibt ja nicht unendlich viele Sachen und die werden ja auch bestimmt mit irgendwelchen Marken Verträge haben, wo sie versenden und benutzen oder wo sie Rabatte darauf kriegen, dass sie so viel einkaufen und dass sich halt, es muss sich ja auch für die Firma lohnen. Also die verdient bestimmt an den 22 Euro was, obwohl wir über die 22 Euro kommen. Ja, okay, der Pinsel ist auch cool. Jetzt haben wir schon 2 Sachen, die cool sind.
Vielleicht sollte ich Ajani das Bild machen. Wir gewinnen bestimmt. Möchtest du das halten? Nein. Okay. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video so sehr gefallen, wie mir das Auspacken. Und wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video. Tschüss.